Wohin genau ist ein Pokémon mit dem Typ Psycho, existiert seit der zweiten Kirby-Generation und ist die letzte Entwicklungsstufe von Iso. Im Anime kennen wir Wohin genau wahrscheinlich alle als Jessies Wohin genau, wo er eine wichtige Rolle im Team Rocket einnimmt. Wohin genau ist ein mittelgroßes vierbeiniges Pokémon, das himmelblau und schwarz erscheint. Bis auf den schwarzen Schwanz ist der gesamte Körper himmelblau gefärbt. Während der Kopf und der Oberkörper gleich breit sind, wird Wohin genau von der Taille abwärts bis zu den Füßen immer schmaler. Der Hinterkopf wächst dabei etwas weiter nach unten und das Gesicht wird von einem großen Mund dominiert. Dabei hat der Mund ein Zickzackmuster. Bei weiblichen Wohin genau sind dabei deutlich rot gefärbte Lippen erkennbar. Die Augen hält es stets geschlossen und die langen Arme wachsen seitlich des Brustbereichs und haben eine rechteckige Gestalt. Das Pokémon steht auf vier runden kleinen Füßen, die direkt an den Unterkörper anschließen, und schließlich ist hinten ein dicker Schwanz zu erkennen, auf dem sich zwei Augen befinden. Diese bestehen wiederum aus weißer Lederhaut und kleinen schwarzen Pupillen. In seiner Shiny-Form ist der himmelblaue Körperbereich in einem kräftigen Rosa gefärbt. Wohin genau ist ein im Angriff schwaches Pokémon, welches jedoch eine verhältnismäßig gesehen sehr hohe Anzahl an Kraftpunkten aufweist. Allgemein greift es nie zuerst an, wird es jedoch mal angegriffen, schlägt es mit Attacken wie Konter und Spiegelcape zurück, für die es bekannt ist. Die meisten Wohin genau besitzen die Fähigkeit Wegsperre, welche verhindert, dass Gegner aus dem Kampf fliehen oder in den Pokéball zurückgerufen werden. Wenige Exemplare besitzen die versteckte Fähigkeit Telepathie, welche es Pokémon in Mehrfachkämpfen ermöglicht, Angriffen des Partners auszuweichen, wenn diese ihm Schaden zufügen würden. Dieses eher ruhige Pokémon hasst Licht und Schläge, weswegen es in der Dunkelheit einer Höhle lebt und diese nur nachts verlässt. Sein schwarzer Schwanz ist sein Heiligtum und soll ein Geheimnis bergen. Es versucht stets, ihn zu verstecken, und ist sehr empfindlich gegen Angriffe, welche ihn treffen. Wohin genau misst sich gerne mit anderen Wohin genau, indem es versucht, die Geduld dieser zu übertreffen, so lange wie möglich ohne Nahrung auszukommen und anschließend zu vergleichen, welches es am längsten aushält. Dabei stellt Wohin genau die zweite Stufe der zweistufigen Entwicklungsreihe dar und entwickelt sich aus Iso. Iso gilt hierbei als Baby-Pokémon und um ein Iso zu züchten, muss seine Weiterentwicklung Wohin genau, welches in die Pension gegeben wird, das Item Lachsrauch tragen. Die blaue Farbe, das fröhliche Gesicht und der schwarze Schweif stellen die Hauptcharakteristika dieser Pokémon dar und bleiben in beiden Entwicklungsstufen beibehalten. Ebenso haben sowohl Iso als auch Wohin genau Arme mit rechteckiger Gestalt. Durch die Entwicklung wird das Pokémon doppelt so groß und doppelt so schwer. Hierbei wird der Oberkörper deutlich größer und der Übergang zum Kopf nahtlos. Die Arme, welche vorher direkt neben den Augen wuchsen, befinden sich nun am oberen Teil seines Oberkörpers. Aus zwei Beinen werden vier und die Wölbung an Isos Stirn ist bei der Weiterentwicklung nun am Hinterkopf zu finden. Auf Isos Schweif war eine weiße kreisförmige Färbung zu finden und auf dem von Wohin genau gibt es hiervon zwei. Dabei wird die Entwicklung in den Spielen der Hauptreihe von Iso zu Wohin genau durch das Erreichen von Level 15 ausgelöst. Mit seinem Typ Psycho nimmt es dabei halben Schaden gegen Psycho und Kampfattacken, doppelten Schaden gegen Käfer, Geist und Unlichtattacken und der Rest macht normalen Schaden.